Dieses Brotstillleben aus dem Jahre 1950 hat uns die Nationalgalerie in Berlin zur Verfügung gestellt für diese Ausstellung. Wir sehen ein französisches Weißbrot, sehr reduziert, vor einem ganz reduzierten Hintergrund, der in Grün- und Brauntönen gehalten ist. Insgesamt hat Theodor Rosenhauer seine Brote ungeheuer plastisch ausgearbeitet. Er hat sie ganz akribisch in Bäckereien bestellt und sehr streng begutachtet, bevor er sich entschlossen hat, auch nach Rückgabe von Broten entschlossen hat, ein Brot zu mahlen. Hier ist das Brot kombiniert mit einer Korbtasche, mit einer schwarzen Korbtasche mit gelben Henkeln. Diese Tasche gehörte Rosenhauers Mutter, die in den 40er Jahren gestorben ist. Wir haben ein zweites Werk hier in der Ausstellung, in dem Pilze zu sehen sind, verbunden mit derselben Tasche. Diese Tasche, das andere Werk ist von 1961, also es liegen mehr als fünf oder knapp 15 Jahre zwischen dem Tod der Mutter und dem zweiten Gemälde dieser Tasche. Die hat er bis zu seinem Tode hin aufbewahrt. Die muss noch heute existieren im Nachlass, habe ich mir sagen lassen. Es ist sehr schön, dass wir innerhalb der Ausstellung sehen können, dass bestimmte Motive, die Theodor Rosenhauer in seinen Werken gemalt hat, immer wieder auftauchen und das über Jahrzehnte hinweg. Also die große Treue zu bestimmten Themen zieht sich durch alle Stillleben hindurch. Also einen bestimmten Becher, der ist blau mit weißen Punkten besetzt, den finden Sie über 60 Jahre lang im Frühwerk wie im Spätwerk wieder. Und das ist derselbe Becher. Vielleicht ganz kurz zur Farbigkeit. Rosenhauer ist der Meister der Grau- und Brauntöne. Er selber hat auf der Palette seine Restfarben miteinander vermengt. Und wenn man Farben unterschiedlicher Couleur miteinander vermengt, entsteht ein Braun-Grauton. Und mit diesem Ton hat er die erste Farbschicht auf den Gemälden angelegt, sodass diese Grundtonigkeit allen Werken zu eigen ist. Dann fällt auf, dass er die Gegenstände ganz nah an den Betrachter rückt. Sie sind großformatig präsent, also fast körperlich präsent, auch in der pastos ausgearbeiteten Malweise. Und das verbindet er mit einem Hintergrund, der reduzierter kaum sein kann. So fast schon an Morandi erinnernd, so ganz zurückhaltend. Fast abstrakt schon, sind nur noch Farbfelder, die aneinander stoßen. Und vor diesen Hintergrund legt er prominent wie ein kostbares Gut das Brot. Und es war tatsächlich natürlich kostbar, 1950. Und er wusste um die Kostbarkeit des Essens, nach dem, was er im Zweiten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg erlebt hat.